Auch die Schule für Gesundheitsberufe war in diesem Jahr mit einem Stand auf der Berufsstartermesse GO am 10. November in der Rolandhalle in Perleberg vertreten. Mit viel Informationsmaterial und beratenden Gesprächen gaben die Mitarbeiter und derzeitigen Auszubildenden interessierten jungen Menschen ihre Erfahrungen und Wissen weiter. Mich interessiert es schon ganz lange. Also mit Medikamenten kannst du da arbeiten, kannst die verpflegen und du kannst die, du kannst diese Patienten um mich kümmern und kannst ihnen Liebe schenken. Und das macht mich einem Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Mit einem gut frequentierten Stand wurde deutlich, dass es ein steigendes Interesse an einer Ausbildung für Gesundheitsberufe gibt. Die Messe GO bietet für Unternehmen und Hochschulen eine gute Plattform, sich und ihre Arbeiten einem breiten Publikum näher zu bringen und vielleicht sogar künftige Anwärter für eine Ausbildung zu finden. Ja, die Berufsstartermesse, die steht bei uns fest im Terminkalender. Anfang November ist immer ein fester Termin bei uns. Ist wichtig, weil wir jedes Jahr neue Stellen besetzen müssen, auch Stellen besetzen müssen, die durch ältere Kollegen, die dann ausscheiden, frei werden. Wir haben eine hohe Personalaufwandsquote, so sagen wir ja dazu, die sich darin ausdrückt, dass wir eben halt sehr, sehr viele Stellen haben. Wir sind 1000 Mitarbeiter. Und da wird immer mal eine Stelle frei und wir müssen einfach dabei sein und wir wollen dabei sein, hier die jungen Leute direkt vor Ort anzusprechen. Die erfolgreiche Präsentation der Schule für Gesundheitsberufe und das rege Interesse lässt alle Beteiligten auf eine positive Entwicklung in der Zukunft hoffen.